Dani P., hast du gedacht, dass du das Hallenstadion noch mal so toben hörst, wie nach dem ersten Goal von der EC? Nein, es war fantastisch. Also wirklich, es sind jetzt die Emotionen sind hoch, einfach dank dem Publikum. Ich meine, wir haben 9-2 verloren, das war eigentlich eine eindeutige Sache. Aber das Publikum, die 5'000 Leute, haben einfach das Ganze zu einem Ereignis gemacht, das unvergessen bleibt für mich, für den EC Chur. Du bist zurückgekommen nach ein paar Wanderjahren und weg gewesen. Und jetzt spielst du vor 5'000 Leuten nochmal daheim. Hättest du dir das irgendwann nochmal erträumt, um nochmal vor 5'000 in deiner Halle zu spielen? Nein, wirklich nicht. Also, ich bin zurückgekommen, weil ich wollte hier wirklich vielleicht nochmal etwas erreichen, dass ich das miterleben darf. Da habe ich meinen kühnsten Träumen nicht die Gedanken gemacht. Wie hart war es auf dem Eis draußen wirklich gewesen? Ja, es ist, vom Körperlichen her war es nicht hart gewesen. Vom Tempo war es massiv gewesen. Also, ich hatte noch nie so einen Erstligamatch, wo ich so wirklich ans Limit haben musste. Also, man hat schon gemerkt, sie waren einfach das cleverere Team gewesen. Das ist nichts rausgewöhnt, aber wir haben mit Mann und Maus die letzten 2-3 Minuten da noch das 10. Goal verhindert. Das geschafft, ich glaube, das ist auch Weltklasse. Ja gut, man muss das jetzt nicht überbewerten. Ich glaube, 9-2 ist etwa das Resultat, ja, wo alle etwa denken, haben etwa dort schaut es raus. Ich finde es fast schöner, haben wir noch 2 Goal gemacht. Um nochmal hier eine Stimmung zu erleben, wirklich wie zu den besten Zeiten. Also ich glaube, ich war doch ein paar Mal auch in dieser Eishalle. Also ich habe das sicher mehr als 10 Jahre nicht mehr so extrem erlebt. Und das ist, also ich, ehrlich, es ist, ja, ich könnte brüllen vor Freude, wirklich. Ja, Janik, du hast es geschafft, zum Zahlerstadion komplett zum Hexenkessel zu verwandeln. Hast du so etwas schon mal erlebt beim Goal? Nein, sicher nicht. Also im ersten Drittel mit dem Pfostenschuss ist schon fast der Laut geworden. Aber mit dem Goal ist natürlich Weltklasse gewesen. Also gerade kurz vorher haben sie gesagt, dass es 5.029 Zuschauer sind. Wir haben dort schon, wir sind am Bulli gestanden und haben gesagt, wow, ist ja hure krass. Und noch das Goal schiessen ist super gewesen. Aber zuerst hätte es wieder nicht gegeben, so wie gegen Pai, ich war schon voll am Ausrasten gewesen, aber ja, Glück gehabt. Ist das mit dem Grund gewesen für das Spiel, dass du auch nochmal gesagt hast, nochmal ein Jahr Kur, nochmal ein Jahr vielleicht, genau eben zu dem Moment nochmal erleben? Ja, also ich bin nicht wegen einem Spiel hier zu Kur geblieben. Also da gibt es viel mehr Faktoren, die hier entscheidend sind. Aber natürlich, wir haben uns extrem gefreut auf das Spiel. Und ja, es hat sich absolut gelohnt zu warten, es ist Weltklasse gewesen. Hand aufs Herz, wie streng war es wirklich? Jetzt da? Ja. Hey, nach dem ersten Einsatz habe ich nicht mehr mögen. Das Lustige war, in der ersten Drittelspause habe ich mir ein Interview gegeben, nach dem Roman Wick. Und er ist einfach dort gestanden, er hat ein bisschen geschwitzt und ich war am Auslaufen vom Allertraurigsten. Aber ja, es hat sich gelohnt. Merci vielmals, wir lassen dich noch mal schnell zu den Fans. Danke.